Morgen, liebe Rasenfreaks. Ja, wieder schön feucht. Heute mal nicht von Hand. Heute werden wir mal mit der Maschine das Wasser von den Helmchen runterhauen. Tau abfädeln. Heute ist es endlich soweit. Heute werden wir vertikutieren, dann nachsehen, dann düngen, dann noch Perlhumus drauf und dann ist gut. Und dann werden wir hier richtig wässern, 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 2 Wochen durchhalten und dann ist hoffentlich der neue Rasen aufgelaufen. Ja, ich habe eine sehr, sehr coole Rasenmischung mir jetzt ausgesucht. Fairway exklusiv. Hier, wir haben hier die schöne Festuca Rubra, 40%, 20% Lonium Perenne und nochmal 40% Poa Pratensis. Coole Sache, genau die Gräser, die ich hier haben will. Kampf der Poa. Ich habe sie jetzt richtig lange aushungern lassen und jetzt wird nachgesät und dann ist hoffentlich in, ich sag mal, 2, vielleicht 3 Jahren mein Rasen komplett erneuert, komplett regeneriert. Das ist eine echte Geduldsprobe. Eigentlich brauchen wir 1000 Jahre für einen schönen Rasen. Jetzt geht das los mit Vertikutieren. Bleibt dran. Die Rasensaat. Ich will jetzt ungefähr 8 Kilo ausbringen. Ich habe ja einen relativ dichten Rasen und jetzt habe ich ja gerade über Kreuz vertikutiert. Jetzt hoffe ich, dass der Rasensamen so richtig schön in die Schlitze wieder reinfällt. Dann hoffe ich, dass in 2 Wochen, wenn das Wetter so schön bleibt, in 2 Wochen der Samen schon aufgegangen ist. Ja, hoffen wir mal. Gut. Kilo. Ja. Oh. Kilo. Nicht schlecht. Oh, herrlich. Das größte Problem ist jetzt die Dosierung. Das ist echt ein Fingerspitzengefühl. Aber kommt er auch vorne raus? Das ist der letzte Sack jetzt. 4 Säcke pro Jahr. Das ist der letzte Sack für dieses Jahr. Also wenn das Zeug jetzt nicht von diesem
Streuwagen gestreut wird, dann geht dieser Streuwagen zurück. Ist das jetzt eine Scheißkiste? Also was sagt man nicht? Gute ist, dass alles reingeht. Murphy's Law. Was schief gehen kann, geht schief. Ich hätte diesen Schleuderstreuer jetzt fast in Nachbars Teich versenkt. Und dann habe ich angefangen nachzudenken, warum schleudert dieses Teil so bescheiden? Ja, der schleudert nämlich das Feld raus und dann zieht die Scheibe hinten rum. Wenn man vorwärts fährt, dann dreht die Scheibe gegen den Uhrzeigersinn. Hier fällt das Streugut durch, fällt hier auf den Teller drauf und wird hintenrum nach vorne geschleudert. Deswegen schleudert er hier immer seitlich alles raus. Was hat der geniale Schrauber Andreas Kraus? Was hat der geniale Schrauber Andreas Kraus falsch gemacht? Er hat diesen Winkelantrieb falsch rum eingebaut. Ich muss die ganze Achse einmal drehen. Dann dreht die Schleuderscheibe im Uhrzeigersinn und dann schleudert sie höchstwahrscheinlich das ganze Streugut nach vorne raus. Also es ist peinlich. Also baut bloß nicht hier meinen Schleuderstreuer so auf, wie ich das gemacht habe. Ich bin eben fast verrückt geworden. Der Rasensamen ist nicht richtig rausgeflogen. Das Perlhumuszeug ist nicht richtig rausgeflogen. Und jetzt hatte ich die Schnauze voll. Aber jetzt weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Oh Mann, ey. Hier muss die ganze Achse. Das ist nicht so schlimm. Einmal die Achse raus. Naja, hoffentlich. Oh je, oh je, oh je. Ja, aber daraus lernt ihr. Man lernt am besten aus den Fehlern der anderen. Jo, ich sag's euch. Gut, also umbauen. Ich kriege ja Schrottler wieder raus.